Voilà, Magulis, Ladies and Gentlemen, und mit diesem wunderschönen Ausblick begrüße ich euch mal. Wir spielen Surviving West, was bei Steam einfach nur West heißt. Also wir spielen West und wir haben uns mittlerweile ein Campfire. Ja, ich war fleißig. Ich habe exakt eine Sache gemacht. Jetzt gucken wir uns heute mal an, wie hier alles funktioniert. Also offenkundig gibt's Fleisch. Und auch Krabben. Ich habe gehofft, wir können irgendwie Pilze oder so kochen. Ich weiß nicht, vielleicht werden die jetzt irgendwie gleich gekocht. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also in der heutigen Folge schauen wir uns das ganze Spiel noch mal ein bisschen weiter an. Weil aktuell macht es, sagen wir mal, einen semi-guten Eindruck. Aber wir haben ja noch nicht lange nicht alles erkundet. Genau das werden wir jetzt mal machen. Wir werden mal gucken, ob wir uns nicht ein bisschen Ausrüstung hier basteln können. Irgendwo hier zwischen. Und dann gehen wir mal ein bisschen auf die Suche nach, was auch immer uns hier erwartet. Ja, also wir haben ein Problem. Ich sehe gerade, wir haben hier eine Menge Sticks und auch Goldore, was auch ein total sinniges Symbol für eine Goldader ist. Eine Papyrusrolle, genau wie für Sticks. Wobei hier könnte ich es noch ein bisschen wenigstens nachvollziehen. Zumindest mit Fantasie. Und das ist eindeutig mehr so in Richtung Decke, aber da passt es ja dann wenigstens. Ich weiß nicht, was wir mit Sticks machen, aber es könnte vielleicht für irgendwas, was auch immer, nützlich werden. Shovel? Achso, das ist eine Waffe. Ja, ja, das ergibt Sinn. Das ist ein Big Club. Mach mal einen Speer dabei. Ah, nur ein Speer anscheinend. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwie auch Steine kriegen. Oder so. I don't know. I do know. Stone Shovel. Ja. Mallet. Repair and improve buildings. Da machen wir mal einen von, weil ich will jetzt mal testen, was der so kann. Also das Inventar unten, die Schnellleiste ist schon sehr makaber wenig. Können wir... Ah, perfekt. Hey! Kriege ich nichts wieder? Schweine. Wisst ihr, weil ich habe nämlich was bemerkt. Und zwar konnten wir hier... Wir können hier was aufstellen. Aber wir können hier nichts aufstellen. Das fand ich blöd. Also musste das weg. Genau, jetzt machen wir das so. Und dann noch hier einen hin. Und hier. So. Jetzt haben wir zum Beispiel die ersten Grundzüge gebaut, wie ich gerne dann ein Haus haben würde. Ich gehe mal davon aus, hey, die sehen gleich aus, die Wände. Nee, nicht ganz. Also wir nehmen natürlich wieder unseren Repair Hammer. Oh, schön. Oh, man kann rotieren. Ei. Da hat das Spiel aber jetzt anderen Spielen doch was voraus. Das finde ich jetzt aber wirklich gut. War das jetzt richtig rum? Ja, nice. Ja, nice. Schön, das kommt dahin. Hinter der Werkbank hätte ich gerne ein Fenster. Das hier Fenster? Ja, das sind so Tendenzfenster. Vielleicht sollten wir uns auch schon mal ein neues Stone Hatchet machen. Dafür brauchen wir erstmal noch einen Sharp Stone, bevor wir mal wieder keine haben. Und jetzt können wir eine Hatchet. Oder auch nicht. Aber fast hätten wir eine Hatchet bauen können. Wir haben kein Holz mehr, oder? Korrekt, korrekt. Oh, hier liegt zufällig Holz noch gewachsen rum. Ist übrigens Skinny Joe, wie ihr an seinem Körper sehen könnt. Ich dachte so, grundsätzlich können wir ja zumindest schon mal eine Base haben, dass wir so halbwegs überleben, weil ich gehe mal davon aus, wir sterben eh gleich. Denn wir wissen nicht, wie wir es machen. Also, das Campfire bietet uns nur die Option auf Fleisch. Ich sehe aber hier kein Fleisch rumlaufen. Ist halt so ein Problem. Vielleicht ganz da hinten, so im offenen Meer oder so. Okay, wir könnten es versuchen. Hätten wir denn eine Kiste? Na, guck mal hier. Bauen wir jetzt eine Kiste, dann tun wir mal jeden Kram da rein. Das hier kommt auch mal wieder raus. Und da sammelt der es automatisch. Ach guck, da ist ja schon... Ja, gibt's denn? Da ist ja auch schon richtig Platz in dieser Kiste. Ey, das ist wirklich mal eine gute Kiste. Also ich kenne Spiele, die sind lachhaft. Unsere Kokosnuss erhöht Overtime, 10 Sekunden lang,
kriegen wir 15 Leben, 15 EPs, 5 Hunger und 5 Durst. Oder 5%. Okay, okay. Das bringt uns absolut gar nichts. Und wo zum Teufel haben wir hier eine Kokosnuss herbekommen? Ich hoffe aus den Kisten, weil sonst ergibt das noch weniger Sinn. Okay, das ist übrigens das größte Fadenkreuz, das ich in meinem Leben je gesehen habe. Hätte ich so eins bei Call of Duty gehabt damals, boah, boy, oh boy. Das wäre ein Gemetzel geworden. Ist auch schön, dass wir eine Kokosnuss so essen. Hier, wir nehmen sie aus dem Hintern raus, womit er die Dinger immer knackt und dann isst er es. Wow. Der Typ hier hätte Tarzans Liane halten können. Na gut, genug Arsch-Jokes. Darauf trinken wir erstmal einen selbstgemachten koffeinfreien Cappuccino. Einwandfrei. So, können wir denn jetzt hier vielleicht auch mal irgendwas... Also hier gibt es auch keine Krabben. Schön, schön, schön. Können wir hier was machen? Musst du... Oh. Oh, guck mal, wir können Punkte verteilen. Intelligence. The base damage. Okay. Ah, hier. Hier sind die Punkte, die wir haben. Okay. Schön, schön, schön. Zack. Ja, das ist gute Luck. Lass uns nochmal das erstmal nehmen. So. Ach, wir haben auch Ausrüstung. Okay. Das ist also unser Equipment. Schön. Also das Ganze könnt ihr auf C aufrufen. Ist gut zu wissen. Wollte mich aber eigentlich irgendwie ducken. V, Alt, nein. Okay. Nee, auch das nicht. Gibt es denn hier sowas wie Fische? Können wir schwimmen? Wir können schwimmen. Cool. Kostet das Ausdauer? Tatsache. Trinken können wir nicht, logischerweise. Können wir den Speer werfen? Mittlere Maustaste? Linke? Rechte? Oh. Also wenn ich jetzt drücke, braucht er eine Sekunde, damit er den Speerstich ausführt. Also das sollte man im Kampf auf jeden Fall mit einplanen. Weil ihr könnt nicht einfach permanent stechen. So, also Steine brauchen wir auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass wir Steine echt viele brauchen. Ja, es wäre mal schön, wenn hier irgendwo was auf der Distanz wenigstens sichtbar wäre, was wir vielleicht jagen könnten oder so. Ich meine, ich mag Herausforderungen und ich mache gern Veggie-Challenge, aber... Ach. Irgendein Hinweis, wie ich Essen bekomme, wäre nett. Aber ist das da hinten? Kann's nicht sehen. Aber was ist das da? Das ist doch kein Busch, das sticht doch heraus. Da ist doch was Großes. That's what she said. Okay, genug der Scherze rein hier. Meine Güte, wir spielen dieses Spiel jetzt und wir haben jetzt Spaß. Sofort. Da gibt's hier keine Widerrede. Ist doch nicht mehr wahr mit euch. Undankbares Pack, ey. Undankbares Pack. Also ich bin ganz ehrlich, es ist schwierig. Vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht verstanden. Oder falsch verstanden. Alles möglich. Aber es ist aktuell schwierig. Oh, das ist eine Kuh oder irgendwas. Dieses Spiel zu verstehen. Und etwas zu finden, was man tun kann. Du kannst rumlaufen und Dinge angucken. Aber oh, das wird unser erster Kampf. Unser, wahrscheinlich auch der letzte. Wahrscheinlich saustark und jetzt sind wir gleich instant tot. Was hat denn mehr Schaden? Lass uns mal gucken. Also wir haben hier Damage 15, 10, 10. Attack Range 205. Also ich würde sagen, wir bleiben schon beim Speer. Das klingt für mich sinnig. Das ist doch nie und nimmer eine Kuh. Ist das ein Bär? Das ist ein Bär, oder? Ja, es wird unser letzter Kampf, richtig? Aber wir haben bis jetzt noch nichts gesehen bekommen, also vielleicht. Entschuldigung. Oh, der hat was an seinem Namen. Das gefällt mir nicht. Entschuldigung. Nicht beachten. Nein, beachte mich nicht. Ich habe einen Speer. Geh weg. Ich piek's dich. Kann ich gedrückt halten? Nee. Also... Aufgrund der hochtechnischen KI und der ausgefeilten Bewegungsabläufe ist es mir kaum möglich, diesem Bären zu entkommen. Er ist eine wahre Gefahr und es besteht keinerlei Chance für mich, auf diesem Level so einen Bären zu besiegen. Ich glaube, das Einzige, was mich jetzt töten könnte, und ich sage es jetzt noch nicht, warte. Also das Einzige, was mich töten könnte, wäre, glaube ich, ein Baum gewesen, in den ich reinrenne. Das war ein wirklich, wirklich anstrengender und ansprechender Kampf.
Muss ich das jetzt hier so, oder? Nein? Auch hier mit dem Speer, oder was? Nee, okay. Muss ich den so abbauen? Moment, heißt das jetzt, ich treffe, wenn dieses X auftaucht, oder? Habe ich vielleicht irgendwas, was in die Tendenz geht eines Messers? Ja, nee. Eigentlich nicht. Aber wir haben einen Sharp Stone. Vielleicht, also Sharp Stone ist ja zumindest schon mal messeriger als eine Axt. Wobei eine Axt ja im Prinzip auch scharf sein sollte. Aber gut. Vielleicht können wir hier... Ja, geht das? Nein? Können wir den schmeißen? Nein? Geht auch nicht. Gut. Können wir vielleicht einfach diesen Stein hier wieder reinziehen? Jetzt auf 4 gehen. Können wir ihn einfach so looten? Einfach hier einfach nichts? Auch nicht, okay. Er ist einfach weg. Open Loot. Achso, ja, nee, das ergibt Sinn. Ja, nee. Alles gut. Okay, das war also unser erster epischer Kampf. Also, ich habe schon mal ein kleines Zwischenfazit zu diesem Spiel. Ich würde mit dem Kauf vielleicht noch 2-3 Tage warten. Sagen wir mal, das Kampfsystem könnte vielleicht noch das ein oder andere Polishing gebrauchen. Und eventuell auch noch einiges anderes, wie zum Beispiel Gegner. Aber wenigstens haben wir jetzt neuen Fleisch. Das gibt uns die Chance, ein bisschen mehr zu überleben in dieser abenteuerlichen Welt. Denn wie ihr seht, wir werden hier von allen Seiten bedrängt und Survival ist hier wirklich groß geschrieben. Wobei Survival eigentlich immer groß geschrieben wird. Das Survival. Aber gut. Aber gut. Gehen wir mal zurück zu unserer großen Base, die ich von hier schon sehen kann. Und genießen wir unseren Triumph bei Grog. Oh, kann ich den... Ach, guck mal. Es gibt Dinge, die ich abbaue. Oh, da liegt auch Flint. Oh, da liegt noch mehr Flint. Das ist schön von 7 Days abgekupfert. Das immer kleiner werdende Steinprinzip hier. Zack, zack, so. So geht das hier. Zack, zack ab. Guck mal, die hier sehen irgendwie blau aus. Das mag auch nur Schatten sein. Da will ich jetzt auch gar nicht... verneinen, aber vielleicht gibt es ja auch hier sowas wie Eisen. Weil wir haben ja auch Eisenadern gefunden. Eisenerze. Müssen in der Kiste doch sein? Ja, doch, sind in der Kiste. Und da wir Eisenerze haben, muss es ja auch irgendwo Eisen geben. Schätze ich mal. Okay, das hat jetzt ehrlich gesagt besser geklappt als ursprünglich erwartet. Und das macht mich ein wenig besorgt. Da oben ist noch irgendwas. Seht ihr das? Ganz da oben am Berg. Boah, ist bestimmt der nächste epische Gegner. Oh, vielleicht spawnen die jetzt alle nacheinander. Also wie gesagt, Laufanimation einwandfrei. Auch actiontechnisch kann dieses Spiel quasi mit... Eigentlich, das ist das nächste Minecraft. Doch, ich sehe das jetzt ein. Boah, die an dem Ohr. Ey, Animation ist aber auch gut gemacht, ey. Aber ich finde das Spiel klasse. Ich würde halt nur noch 2 bis 3 Tage oder Jahre warten, bis ich es mir kaufe. Aber doch, also auch so vom Kampfstil her, ne? Ich sag mal, Alan Wake, Constantine und so, die können da einpacken. Na gut, also ein sehr schönes Häuschen haben wir. Jetzt tun wir mal das ganze Fleisch, oder auch nicht, wir tun's. Wir haben 9. Können wir 10 craften? Nein. Können wir 9 craften? Ja. Ja, turn on. Ah ja, okay. Wir müssen es erst anmachen. So, darauf erstmal ein Siegesgrog. Verdammt, schon wieder. Und, drink. Well, okay. Ich hatte es mir doch gedacht. Ja, wir sterben jetzt gleich wahrscheinlich, weil wir verdursten. Es ist einwandfrei gelaufen. Tja, Fuel kann man nicht trinken. Was tun wir? Wir haben Durst. Wir sind an einem Süßwassersee. Was tun wir nur? Naja. Wo kommen Salzsteine an einem Süßwassersee her? Wie kommt Salzwasser mitten ins Landesinnere ohne Flussverbindung? Komm schon. Ein bisschen Wasser trink was. Oh, wir verlieren Leben. Ja. 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 Das ist jetzt gleich unser Ende. Ich musste es natürlich auch probieren und Grog trinken. Obwohl da steht, dass wir verenden werden. Schön. Das war sinnig. Das war sinnig. Hier, guckt Meat, rette uns. 4. Eat. Bitte hab noch ein bisschen Blut oder Saft drin. Nein? Okay. Haben wir irgendetwas, was uns noch den Hintern retten kann? Nein? Tab.
Hierbei. Nein. Gut. Das war schon mal nichts. Das sind Komponenten, Equipment, Buildings, Fuel, Weapons, Ammo und Tools. Well, shoot. Wortwörtlich, shoot. Können wir vielleicht an der Werkbank, da finden wir bestimmt was. Und zwar, ist das wichtig? Ich weiß es nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall Glas dafür. Guck mal, können wir den bauen? Nee. Wir müssten vielleicht erstmal alles da rausnehmen. Ach, guck mal, wir können auch hier quasi... Nee, können wir nicht. Oder? Rechtsklick? Nein. Linksklick? Ups. Ich sterbe jetzt eh. Aber ich hatte die Hoffnung, vielleicht können wir noch irgendwo mal sehen, wie wir es hätten machen können. Ein Fridge. Okay. Vielleicht hier? Das glaube ich nicht. Dafür brauchen wir Wasserflaschen. Also es gibt Wasserflaschen. Woher kriegen wir Wasserflaschen? Well, I died. Und damit das Wort zum Sonntag. Gerade waren wir Skinny Joanna. Naja, gut. Also wir sind tot. Ich weiß nicht, ob unser Haus da ist. Ich glaube nicht. Ich schätze mal, das ist so ein One-Time-Ding, aber ich weiß es nicht. Ich gucke mich jetzt noch ein bisschen um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like oder dislike das Video und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von was auch immer ich dann tue. Wahrscheinlich Surviving West. Geben wir ihr noch einen allerletzte Chance, dass das Spiel uns wortwörtlich vom Ocker hauen kann. Alles klar, also howdy Partners und bis dahin, Valladolid, euer Wolf.